Und herzlich willkommen zurück zu My Dad Ist. Yay! Zu unserer kleinen, aber feinen Hüllenaktion. Mit dem Axiom. Alter, heute voll bewölkt, ey. Oh Gott. Naja, soll heute auch ein bisschen kühler bleiben. Ich bin mal gespannt. Soll heute, glaube ich, sogar noch gewittern, richtig? Und das wiederum bedeutet, dass es heute extrem schwül wird. Ja. Oder war es gestern? Keine Ahnung. So. Okay, gut, dann gehen wir mal wieder nach oben. Sagte er und fand Silit. Nicht Silit hier, Mithril, genau. So, wo geht's denn hier eigentlich nach oben? Hier bin ich falsch. Okay, gehen wir mal den klassischen Weg, also hier, und dann kommen wir direkt so. Diamant. Dankeschön. So, hier müssen wir jetzt noch umkommen, genau. Gut, und dann, wie gesagt, bauen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen wieder nach unten. Hier sieht es aber auch interessant aus. Gib's mir. Also, bitte, ich meine jetzt, also. Ihr wisst genau, wie ich es meine. So. So, gucken wir mal links oder rechts. Wie müssten wir jetzt? Wir müssten. Achso, hier ist die Leiter. Ha. Okay, also müsste der Block. Oh. Oh, was denn hier? Hat ich hier schon weitergebaut gehabt mal? Und dann wieder zugebaut? Oder ist das, oder geht das auch aufs Hörenswerk? Interessant, sag ich da mal. Sehr interessant. Gut, dann bauen wir hier mal das Eisen ab. Dann habe ich gerade das Gestein weggepackt. Danke dafür. So. Und dann kommt die Leiter dagegen. Wir haben noch nicht genug Eisen, ne? Obwohl. Genug Eisen, ne? Haha. Ja, ja. Hat man gemerkt, ne? Ich hatte 10 Stacks Eisen, dachte auch, ja, ist genug. Und dann innerhalb von einer Woche haben wir die Hälfte davon verbraucht. Von wegen genug Eisen. Ich sag's auch, man kann von Sachen wie Eisen oder Kohle, kann man rein physikalisch schon nie genug haben. Das geht gar nicht. So. Danke. Ich wollte doch hoch. Ich wollte hier wohl schon Kohle abbauen. Oh, Mese. Dankeschön. So. Und hier, meine Lieben, geht's jetzt weiter. Dann haben wir schon direkt wieder Kohle. Eisen. Ist das nicht ein Träumchen? Boah, Alter, das ist so eine richtig große Kacke hier. Siehst du? Und genau so meine ich das, so wie jetzt hier das Eisen war, ne? So richtig großer Fleck. Das so ungefähr das auch mit dem Uran sein könnte. Könnte ich mir fast vorstellen. Weil das würde halt Sinn machen. Erstens ist es in der Realität genauso, dass Uran als sehr große Flecken vorkommt.
Ich hoffe, dass das kein Misterzähler, aber eigentlich schon. Eigentlich ist es so. Also vor allen Dingen halt brauchen wir halt doch relativ viel Uran. Ne? Ich meine, wir haben es ja gesehen. In einem Kern gehen halt einfach mal 600 Uranstäbe und für einen Uranstab braucht man alleine schon mehrere Uranerze. Und wie gesagt, die Dinger halten ja auch nicht ewig, sondern die werden ja verbraucht. Das heißt, es ist ja ein Verbrauchsmaterial. So. Jetzt kommt wieder die Sonne raus. Gerade eben fast noch bewölkt. Jetzt kommt die Sonne raus. Dieses typisch wechselhafte bewölkt. Dieses typische wechselhaft bewölkte. So. Oh mein Gott, wir sind auf Sand gestoßen, meine Herren. Sand! Schmeckt gut, riecht gut, ist gut. Leiter. Dankeschön. Und jetzt geht's hier weiter und dann einfach mal hoch und ab und ab und ab. Yay, wir haben Anschluss. Na komm. Wie können die sich in der Luft halten? Ich verstehe das gar nicht. Das ist Magie. Das ist Magie. So. Das war eine schlechte Idee, wenn er jetzt Lava gekommen wäre. Dann wäre ich erstens mit dem Sand in die Lava gefallen. Und zweitens ist das sowieso mal eine schlechte Idee, nach unten direkt zu fallen, zu bauen. Oh. Oh, Kohle. Das ist aber geil. Okay, wir kaufen bald neue Rainbow-Ohr. Oh, eine Höhle. Es war keine sehr große, also keine Riesenhöhle. Wobei, vielleicht sind sie einfach nur genau am Rand. Kann ja sein, dass es doch riesig ist und wir halt gerade nur so einen kleinen Aufschnitt hier sehen. Nee, ist doch keine Riesenhöhle, ist einfach nur so ein kleines Ding, was hier so sich so durchzieht. Mit ein bisschen für Rohstoffen. Sehr schön. So, aber ganz ehrlich, auf sowas bin ich hier gar nicht aus. Wobei, hier ist Eisen, kann ich gleich mal mitnehmen. Aber hier zurückzugucken, dauert viel zu lange. Außerdem müssen wir hier halt erstmal ausleuchten, so einen Scheiß. Ich meine, wenn es hier schon ausgeleuchtet wäre, Sören, zwinker, zwinker, dann wäre es was anderes, ja? Man möchte den bitte nicht. Ich will jetzt hier niemanden dafür anstiften, meine Arbeit abzunehmen und hier alles auszuleuchten. Das wäre echt ein bisschen zu viel Nächstenliebe. Sonst werde ich danach noch süchtig. Ich werde abhängig von Sören. Oh, Sören, du geiles Stück Mensch. Darf man das sagen? Hab ich jetzt. Ich möchte mich für die Aussage, die ich gerade getätigt habe, offiziell entschuldigen. Es tut mir leid. Du geiles Stück. Oh, sehr gut jetzt. Oh, schon wieder Kies hier, Alter. So, jetzt einmal abbauen. Und jetzt fällt alles in die Lava. So, wir müssen mal gucken, wie die Leitern. Ein paar haben wir ja noch, aber nicht mehr so viele. Oh, hier war noch Kohle, die ich hätte abbauen können. Was? Die. Hä? Seit wann geht das? Seit wann bleibt. Seit. Hä? Hängt gerade der Server? Nee, ne? Wir bauen ab, oder? Wir bauen. Bauen wir was? Ja, wir bauen ab. Aber normalerweise müssten doch die Leitern auch abfallen, wenn wir die dahinter wegbauen. Seit wann geht denn das? Nanu? Ich bin ja völlig verwirrt. Interessant.
Wobei, nee, stimmt, kann gar nicht sein. Eben, weil wir können auch Leitern in der Luft bauen. Also alles zurück. So. Immer schön gucken, dass wir auch noch genug Leitern haben, um wieder hochzukommen. Ich meine, wir haben zwar Holz dabei. Aber trotzdem sollten wir es ein bisschen im Überblick behalten, dass wir uns jetzt hier nicht einfach 500 Blöcke runterbauen und dann hier nicht mehr hochkommen. Das wäre ein bisschen traurig. Ich bitte nicht drauf. Oh, oh, Mese. Ah. Den Garnium Livius. Ah. Noch mehr Mese. Ah, das ist schön, das ist geil. Das ist so Mese. Wenn irgendjemand sagt, Mese ist Käse, dann klatsche ich genau mit dem aber ein. Ne? Draußen pupst schon wieder Motorrad. Ist auch so Kindergartenhumor, ne? Guck mal, der hat Pups gemacht. Ha. Ist jetzt mal gut. Ist mal. Ich glaube, das hat Leon. So, danke. Dankeschön. Meine Fresse. Nee, das war nur Zinn. Schade. So, wir haben noch 30 Leitern. Danke. Wer hat das jetzt? So, das waren jetzt zweimal. Viermal können wir noch. Ja, zum Glück war keine Lava unter uns. Würde ich mal sagen. Weil genau das ist nämlich das, was ich die ganze Zeit gemeint habe, mit dem, dass alles in die Lava stürzt. Sowas kann nämlich passieren. Dass genau das passiert, was jetzt gerade passiert ist, nur dass dann unter einem halt keine normale Höhle ist, sondern natürlich eine lava-geflutete Höhle. Und bei meinem Glück wird mir das garantiert auch irgendwann mal passieren. Da bin ich mir vollkommen sicher. Alter. Es ist keine Frage wann. Nee, andersrum. Es ist keine Frage ob, sondern nur noch eine Frage wann das passiert. So, dann machen wir mal ein bisschen am Anfang weg. Wobei, wir können auch mal ein bisschen reinleuchten hier, gucken, ob das doch eine relativ... Weil es sieht schon relativ groß aus. Kann also sein, dass das der Rand einer Mega-Höhle ist. Ja, ist es auch. Oder es ist einfach nur eine mega große normale Höhle. Kann natürlich auch sein. Wobei, nee. Das sieht schon aus wie eine größere Höhle. Das ist definitiv der Rand einer richtigen großen Höhle. Ja, doch, da hat man es gerade gesehen. Da sieht man. Da geht es noch weiter. Hier sieht man es nicht. Ist doch egal. Zur Not kennt ihr ja, ne? Es gibt ja diesen Skybox-Tricks. Skybox 1, so richtig. Okay. Ach ja! Stimmt, das wurde jetzt gefixt. Also nicht gefixt, sondern ist jetzt quasi als. Ne, ist ein Feature quasi. Dass Skybox jetzt unter der Höhle nicht mehr aktiv ist. Das heißt, wenn man unter die Höhle geht, dann wird die Skybox auch automatisch quasi deaktiviert. Also nicht deaktiviert, aber solange jemand in der Höhle ist, ignoriert. So. Das heißt, wir können es auch richtig mit Skybox spielen, ohne dass es in der Höhle scheiße aussieht. Das wäre natürlich eine Option. Und langsam, aber sicher, wird hier unser Inventarplatz kritisch voll. So.
ist ja schön. Eigentlich lohnt sich das, was ich hier mache, gar nicht. Weil so suchen ist noch schwerer, als endlich einfach nach unten zu baggern. Ich glaube mal, wir bleiben noch bei der nach unten Baggerstrategie. Aber wie gesagt, hier müssen wir halt jetzt mal alles ausleuchten, um überhaupt einen Überblick zu bekommen. A, wie groß die Höhle ist, B, wo man langlaufen kann. Auf allem, ne, wo es halt überhaupt Ressourcen gibt. Und wenn wir halt quasi einfach selber nach unten baggern, dann folgen wir quasi dem Sonnenlicht. Und dementsprechend entfällt das Ausleuchten weg. Was halt sehr schön ist. Oh, da ist ein Trier. Egal, interessiert uns gerade nicht. So, da kommt der Stein. Da kommt der. Kommt der Stein ran. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit überhaupt die Leitern reichen. Ja, komm bitte. Danke. Mithril, du bist so wunderbar, Mithril. So, wir haben noch 15 Leitern. Können wir noch ein bisschen runtergehen? So, das müsste jetzt perfekt passen. Und dann müssen wir jetzt erstmal neue Leitern bauen. So, Leitern vor, noch ein Tor. Yeah. Tja. Ob wir wohl diese Woche noch Uran finden? Ich bin da ein bisschen optimistisch. Guck mal, was mache ich gerade? Ich bin da ein bisschen perser optimistisch. Ey, wir haben oben in den Kisten so viele Stöcke und ich verbrate schon wieder die ganzen Stöcker. Ach, egal, komm. Weg da. Weg da. Ja, gut, das wären 240, das wäre wirklich ein bisschen sehr viel. Ich mach mal erstmal so hier. Ach komm, fuck off. Weg hier, verpiss dich. Man möchte nichts verschwenden, ne? So. Wollte ich dir beinahe einen Stock wegwerfen, hallo? Wo geht der Leitern? Kohle! Yay! Das schwarze Gold ist wieder weiß geworden. Wer kennt Falco? Wobei ich gerade gar nicht weiß, gibt es Falco überhaupt noch? Also sowohl den Sänger als auch die Person. Macht der überhaupt noch, also wenn es den noch gibt, macht der überhaupt noch Musik? Weil Falco war tatsächlich einer der wenigen, naja, ich sag jetzt mal, alternativen Künstler. Also jetzt nicht Alternative für Deutschland, jetzt nicht das Alternativ, sondern der hat halt einen Musikstil gehabt, der doch schon einmalig war. Jeder, der Falco kennt, weiß direkt, was ich meine. Von daher war es auch tatsächlich einer der wenigen, die ich tatsächlich auch gehört habe. Weil mir der Stil tatsächlich gefallen hat. Ich meine, das Lied Janine dürfte wahrscheinlich sowieso jeder kennen. Einfach mal bei Google eingeben. Oder also bei YouTube zum Beispiel. Yeah.
das. Ist jetzt ein bisschen suboptimal gelaufen. Tja. Dann müssen wir wohl erstmal nach Hause. Wollen wir mal wieder zur Abwechslung mal den Legend-Weg gehen? Mal gucken, wie, ne? Einfach mal so, einfach mal komplett hochgehen. Komm, wir machen. Ich will einfach mal gucken. Also, wir haben jetzt. Oh, Folgenpause. Okay. Die perfekte Arbeit für nächste Folge. Ja, mal gucken, wie lange wir brauchen, um hochzugehen. Einfach mal das vorfahren.